Kaffee. Geil. Genau das, was wir brauchen heute. Was ist das für ein geiles Outfit? Danke dir. Wollen wir bis zum Mond? Hast aber echt viel Vorbereitung auf einen Roadtrip in die Wildnis. Zusammen mit Milosch. Der ist Philosoph und steht auf ungewöhnliche Outfits. Spitze Gegenstände können auch ganz schön gefährlich werden. Wie das schon wieder losgeht. Geht doch geil los. Als erstes kriegen wir Kaffee. Also das können wir doch nicht ins Auto nehmen. Doch, das geht schon. Ja, wir schmeißen ja, gönnst du dir? Ja, ich muss es probieren. Mit einem rostigen VW-Bus irgendwo im Wald kampieren. Raus aus der Gesellschaft, aus geordneten Strukturen, vorgefertigten Lebensentwürfen. Wild sein, frei sein. Das ist ja so ein Urimpuls, vor allem wenn es im Alltag mal wieder nicht so läuft. Aber ist ein wildes Leben wirklich besser als ein brav geordnetes? Und welche Form von Wildheit ist heutzutage überhaupt noch möglich? Ja, das ist richtig zivilisiert. Ich heiße Ronja, bin Autorin und Mitte 20. Das ist sicher, der Rest ist mir nicht immer klar. Was ist richtig? Was ist falsch? Und was völlig egal? Ich glaube, dass es auf diese Fragen Antworten gibt. Mehr als eine. Um die zu finden, möchte ich andere Menschen treffen. Die Gitarre? Kannst du überhaupt spielen? Nee, aber ich dachte, das gehört dazu. Wenn man in der Wildnis ist, muss man eine Gitarre mit haben. Das steht im Gesetz. Ja, du hast schon recht. Ja, das passt. Okay. Okay. Ich war gestern erst irgendwie in Brandenburg oder da war ich mit so einem Rocker-Typen. Okay. So ähnlich, ne, sah anders, sehr anders aus als du eigentlich. Aber ähnlich, okay. Ähnlich wild. Und ich finde, du siehst noch interessanter aus als Lommel. Echt? Ja. Was ist denn das für ein Lommel? Bikertreffen in Brandenburg. Lommel ist hier so etwas wie der Alterspräsident. Ja, das ist also unser Chef da, der Präsident von Weitwies. Hi. Von Weitwies. Willst du jetzt eine Rede halten hier? Nein. Damit kannst du hier an unsere Stände rangehen und essen und trinken. Gut. Ja. Wenn du Opa brauchst, sagst du Bescheid. In den 70ern hat er den Motorradclub Born to be Wild gegründet. In der DDR. Da war das schon nicht so ganz ohne. Laut sein, gewalttätig sein, Schutzgeld erpressen. Insgesamt saß Lommel 3 Jahre im Knast. Jetzt ist er 69 und hatte schon 2-mal Krebs. Wie fühlt man sich mit so einem Leben? Denkt man im Nachhinein, hätte ich es besser mal ein bisschen ruhiger angehen lassen? Ich lauf dir einfach hinterher. Du wirst eh ständig angehalten hier, weil ich alle kenne. Wollt ihr auch ein Bier holen? Du hast ganz viele Tattoos. Ich hab auch eins. Schau, das ist mein Tattoo. Fast so viel wie Was bei dir. Was soll denn das werden? Strich! Wann hast du dein letztes gestochen? Hier. Die an den Seiten. Die an den Seiten? Finde ich ganz schön mutig. Auffallend ist es, Major. Aber dafür, dass das Rockerleben irgendwie eigentlich so wild sein soll, so hier sind voll viele so Kinder und Aufsichtsleute und sowas. Ist es denn so wild? Es ist nicht mehr so wild wie in den 70er, 80er, 90er Jahren, aber es ist doch wild. Ja. Man muss was draus machen. Es ist ruhiger geworden, das ist schon klar. Wieso? Ja, weil wir alle älter geworden sind. Ah. Ist das ein Privileg der Jugend, das wild sein? Kann man besser wild sein, wenn man jung ist? Na, da ist man ein bisschen gnadenloser. Hat man keine Erfahrung, muss ein paar Mal in den Knast hin, damit es wieder ruhiger wird. Ja. Aber du hast deine wilde Phase hinter dir. Ja, ich war rebellisch. Kommst du aus einem Haushalt, gegen den du rebellieren musstest, aus der Familie? Nein, bei mir war keine besoffene Vater oder protestierte Mutter. Bei mir war alles normal. Was heißt denn rebellisch sein für dich? Unsere eigene Meinung und dem selber durchsetzen und unser Willen aufsässig sein. Auf die Fresse haben, wenn einer uns beleidigt. Wenn man muss, dann muss man. Der muss man. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Sache. Ist ja verboten, aber da scheiße ich. Ja, du warst im Knast, oder? Ja. Boah. Redig nicht gerne drüber. Wer im Knast sieht, ist selber schuld. Nur ich muss haben. Besser als untergehen, ja. Ah. Endlich angekommen. Wenn du jetzt deine nicht hättest, welche würdest du dir aussuchen von denen hier? Keine. Keine? Ich bin ja eh nur Beifahrer. Die sieht echt aus. Die? Ja, ja.
auch eine Harley. Muss es eine Harley sein? Ja, oder? Ja, bei uns ja. Glaubst du, dass meine Generation oder ich, glaubst du, dass ich wild bin? Nee, das ist eine Männersache, was wir hier machen. Das ist eine Männersache. Ich habe keine Frauen im Club. Nein. Können Frauen nicht jetzt wild sein? Jetzt geht das Thema wieder los. Erklär es mir. Nein, wir keine Frauen. Das hat damit nichts zu tun. Wir unterstützen unsere eigenen Frauen, das machen wir schon, aber nicht im Club. Das ist ja nett. Das hört sich so. Ach, geht mal einer an. Alter Brand. Hey. Gut? Du würdest nichts anders machen, wenn du jetzt von vorne anfangen würdest. Nee. Gemeinschaft ist einfach die Spitze. Und Gemeinschaft ist eigentlich eure Rebellion. Ich war mal ein Einzelkind gewesen und jetzt bin ich nicht mehr. Cheers. Cheers, ja, du trinkst zu viel. Hey. Ja, schau, ich überhole dich noch. Vielleicht wird ja doch bald Frauenclub. Und leck mich am Arsch. Genau, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Voyage, voyage. In Lommels Alter sind die meisten Menschen Rentner und tragen beige Kleidung. Verglichen damit ist Lommel natürlich schon ein ganz schön wilder Kerl. In den 70ern wollten alle wieder Steppenwolf sein. Heute interessiert das keinen mehr. Erstaunlich, wie schnell sich Dinge ändern. Ich meine, dieser Lommel war schon extrem einfach auf so einem Ego-Trip. Aber was bringt den Lommel denn dazu? Ich meine, wie kommt der dazu? Keine Ahnung. Ich glaube, der kam aus einem super katholischen Haushalt. Ja. Und ich glaube, das war irgendwie damals Art von Rebell sein. Und die waren noch nicht mal bei uns in der Generation. Wir sind ja irgendwie eh schon so aufgewachsen, dass wir machen können, was wir wollen. Da hat dann keiner irgendwie das dringende Bedürfnis, sich eine Lederjacke anzuziehen und ein Iro zu schneiden, weil es auch gar nicht mehr als Symbol für Wildheit, glaube ich, gelten würde. Also meine Eltern wären jetzt nicht besonders schockiert, wenn ich jetzt... Ja klar, ist lächerlich irgendwie. Mhm. Ich habe jetzt keinen Lommel getroffen, aber den Martin. Der ist ein Landvermesser, wie bei Franz Kafka, wie K. Also das ist im Prinzip so eine Art Gutachter, der teilt halt Grundstücke ein. Angenommen, du hast halt irgendwo ein Grundstück. Und willst jetzt wirklich, wirklich, wirklich genau wissen, was dein Eigentum ist, dann rufst du Martin an. Martin kommt vorbei, setzt ein paar Steine in den Boden, im Rechteck, und das ist dann deins. Das ist ja süß. Die Vegetation stört manchmal ungemein. Ja, ist halt Natur immer noch, ne? Auch wenn man versucht, sich das irgendwie anzueignen. Ja, das versuchen wir immer wieder erneut, aber... Wir scheitern noch immer wieder erneut. Das ist ein Grenzstein. Gucken, ob man ein Kreuz in der Mitte hat. Ja. Was heißt das Kreuz? Das Kreuz ist genau der Grenzpunkt. Ich habe jetzt hier die Koordinaten eingestellt, diese Punktnummer, und habe hier so ein kleines Männchen drauf. Und das muss ich zu einem bestimmten Punkt bringen, in dem ich da hinlaufe. Okay, also es ist wie bei Uber so ein bisschen, dass man das Männchen sieht, das Auto. Ja. Ist wie ein kleines Spiel eigentlich. Ja, ja, richtig. Also die Schnitzeljagd, die ist nicht weit entfernt davon. Ja, jetzt werden wir hier schon immer kleiner. Okay. Kleiner, kleiner, kleiner. Ja, noch ein paar Zentimeter. Und dann müsste ich hier mal buddeln. Also da? Liegt aber, ja, ja, genau. Ja. Ja. Oh, das könnte ja vielleicht schon sein. Ja, man hört es manchmal am Geräusch. Ja, genau, immer wohl raus. Am Ende muss man dann vielleicht noch ein bisschen mit der Hand scharren. Ja. Herr Hahn! Servus, Milos. Ah, ja. Uwe Hahn, Taschen. Bisher waren wir ja gemeinschaftliche Eigentümer von dem Gesamtgrundstück. Und irgendwo im Alter will man seine Sachen regeln. Und so sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt Nähe mit Köpfen machen. Also hier kommt dann die Grenze hin. Das wird die Grenze zwischen diesem Grenzstein, den haben Sie ja sicherlich draußen schon wahrgenommen. Und auf der anderen Seite, das ist der gemeinsame Wunsch von meinem Nachbarn und uns. Okay, also das sind jetzt die Grundstücke. Ich meine, hier merkt man ja schon irgendwie, wie das angeordnet ist und sowas, dass die Grenzen willkürlich sind. Jetzt meinen Philosophen auszupacken, Rousseau sagte ja, als der Mensch anfing, Eigentum zu teilen, kam Krieg und Leid in die Welt. Ja, ist schon was wahr dran, nur in dem Fall geht es nicht anders. Weil wenn wir das Grundstück unseren Kindern überlassen und jemand und einer von beiden bauen will, dann muss er gewisse Abstände einhalten. Ja, ja, also meine Hauptaufgabe ist ja eigentlich, für den Grenzfrieden zu sorgen, ja, in Deutschland. Und durch diese Genauigkeit, die natürlich jetzt widerstrebend zu Rousseau ist, sorge ich letztendlich für den Grenzfrieden, weil die Leute genau wissen, dass dort die Grenze ist und dort eben ihr Hoheitsgebiet zu Ende ist und ihre Gewalt nur auf ihrem eigenen Grundstück ausüben dürfen, ja, und nicht auf dem anderen. Ja. So Sachen, die eben keine Ernehmung bedürfen, wie einen Zaun zu setzen, ja,
Das kann schon mal in die Hose gehen. Oder eine Garage, die man ohne Baugenehmigung bauen kann. Da sagt sich eben einer, Opa hat schon gesagt, der Zaun stand immer an dieser Stelle. Also kommt meine Garage genau auf die Grenze an dieser Stelle hin. Und später stellt sich raus, hat ja einen halben Meter überbaut. So ein Scheiß. Also ich glaube, ganz ehrlich, dass man nur mit Grenzenlosigkeit Freude und Freiheit in die Welt bringen kann. Aber es wird ja immer Menschen geben, die auf Grenzen bestehen, weil, und genau der Egoismus ja tief in uns drin steckt. Und das wird natürlich in diesen Grenzen dann zementiert, völlig richtig, genau. Aber wir wollen uns ja auch ein bisschen züchtigen vor diesem inneren Schweinehund, den wir haben. Und da sind vielleicht Grenzen doch gerade wieder gut. Hm? Ja. Ich fühle mich gut, weil klare Fakten geschaffen sind. Und meine Kinder können hier in Ruhe bauen. Das ist die die Grenze ist die Voraussetzung dafür. Ja. Guten Grenzfrieden. Guten Grenzfrieden. Der vermisst Landschaft. Das ist das Gegenteil von Wildheit. Oder? Also naja, der formatiert halt die Welt um sich herum. Ja, klar. Er versucht halt Ordnung zu schaffen. Ne? Und das mögen ja die Deutschen ganz gerne so. Ja, ich glaube, das ist ein Job, der hier immer geht. Man ordnet sich selbst einem System von Zahlen und von Quadratmetern unter. Im Gegensatz zu denken, ah geil, eine Wiese, ist es ah geil, 3 Quadratmeter. Preußen halt, ne? Und hast du mit dem über Wildsein geredet? Ja, so ein bisschen. Der meinte auch, dass so ein Rockerleben sei eigentlich dem auch nicht so fremd irgendwie. Ich habe mich das gestern auch gefragt bei den Rockern, ob die am Tag, vielleicht sind die auch am Tag Vermesser und dann nachmittags Lederkluft. So zwiespältig, meinst du? Ja, das ist mein... Vielleicht gibt es einfach mal, es gibt Persönlichkeiten, die haben einen Lommel und einen Martin und eine halbe Ronja drin. Das ist ja eigentlich das Spannende. Pause. So, wir machen uns das hier mal richtig luxuriös. Okay. Weiter? Ja, läuft. Ja. Das ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Also die Stange muss natürlich logischerweise auf den Boden. Oh. Sehr schön. Kaffeepause auf einem Rastplatz kurz vor Polen. Zwei Stadtkinder irgendwo in der Peripherie, die ihre Sehnsucht nach Wildheit mit Natur stillen wollen. Hier, sonst fällt's ja hier so runter. Ja gut. Haben wir denn Hammer? Oh Gott, ich hasse alles. Sonst mit der Bierflasche oder so? Wenn ich ehrlich bin, möchte ich jetzt schon wieder zurück. Rehwaldgurken? Ja, ja, easy. Dann passt das. Ja, ich glaube, so sollte das klar gehen. Vielleicht noch nie, was? Nie geht das so klar. Der Druck ist viel zu groß. Ja, dann noch was. Warte, ich hol noch was. So, jetzt ist Feierabend. Also, wenn es jetzt nicht mehr geht, dann weiß ich auch nicht mehr. So, du blöder Hering. So, fertig. Erstmal ein Göckchen drauf, oder? Ja, geil. Gönn dir. Es sieht so scheiße aus. Findest du? Przepraszam. Mogę panu zaproponować ogórek kiszone? Gut. Z Niemczech, nie są za bardzo, ale... Proszę bardzo. A czy panu się wydaje, że to jest tak trochę zajebiste, co pan robi, czy nie? Co ja robię? No was tak. Fragst du ihn? Na, ich frage ihn halt, ob das wild ist, was er so macht beruflich. Przepraszam? Jest to po prostu ciekawe. Nie, ale tak, że pan jeździ dzień i noc? Ja nie jestem aż takim kierowcą, który jeździ od rana do wieczora, bardzo dużo pracuje. Wyjątkowych sytuacjach. Okay. Naja, er sagt, er ist ausnahmsweise halt einfach unterwegs, sonst arbeitet er im Büro. Also ist eigentlich eher ein gelassener Typ. Und ob er jetzt so die wilde Sau rauslässt mit den 80 oder 90 km/h, die er fährt, weiß ich jetzt immerhin auch nicht. Immerhin, er nimmt von Fremden irgendwelche Gurken an. Naja, okay. Das Taschenmesser erinnert mich total an früher, weil da wollte ich auch unbedingt sowas haben. Und ich hatte das Gefühl, wenn man ein Kind ist, ist das Wilde noch viel mehr in einem. Findest du? Ja, schon. Irgendwie ständig im Wald, ständig irgendwas im Wald machen. Aber als Kind bist du ja immer auch einfach nur Tourist und probierst alles zum ersten Mal aus. Du weißt ja noch gar nicht, was dir Spaß macht. Ist der Mensch in seiner Idealform, wenn er in der Wildnis herumläuft? Genau das. Genau das. Hat schon Jean-Jacques gesagt. Rousseau, oder? Ja. In der Edle Wilde beschreibt er, dass wir im Naturzustand vollkommen sind. Und das ist das Ideal unserer selbst. Also ich sehe da so einen schönen Boy, der da irgendwie seinen Pfeil und Bogen, die er selbst geschnitzt hat, irgendwo in ein Tier rammt als edler Wilder und er hat ein schönes Sixpack. Aber ist es nicht, es funktioniert eine Zeit lang oder als Bild ganz gut, aber der Mensch muss sich auch in der Gesellschaft irgendwie zurechtfinden. Vergiss die Gesellschaft. Das Mark des Lebens wird dir halt ausgesaugt, wie Thoreau gesagt hat, in der Gesellschaft.
Und genau das möchtest du ja wiederfinden. Und deswegen fahren wir hier in die Mark Brandenburg. Einfach mal wieder zurück zu einem eigentlichen Leben. So, zu keinem entfremdeten Leben in der Stadt, wo wir Zwängen ausgeliefert sind. Rousseau sagt, die Gesellschaft verdirbt den Menschen. Die Gesellschaft verdirbt den Menschen? Ja, natürlich. Aristoteles sagt, wir sind gesellschaftsbildende Menschen. Das weiß ich noch aus dem Ethikunterricht 9. Klasse. Das ist ja dann auch die Sache. Rousseau hat sich dann ja auch den Gesellschaftsvertrag ausgedacht, weil er dann irgendwann später auch auf die grandiose Idee gekommen ist, dass man halt eben nicht im Naturzustand leben kann, weil irgendwie kommt es dann ja doch so, dass der Mensch sich Grenzen aufbaut und damit die bürgerliche Gesellschaft aufbaut. Also wenn du mal über den Martin nachdenkst, den Vermesser, der ja irgendwie mit diesem Berufsbild des Vermessens, was irgendwie in Preußen sich wohl ausgedacht wurde, damit begonnen, Eigentum zu schaffen, Grenzen zu ziehen. Wir brauchen ja auch irgendwie Ordnung in der Unendlichkeit des Nichts. In der Unendlichkeit des Nichts. Geht überhaupt Wildsein in der Gemeinschaft? Weil in meinem Prinzip ist es doch am einfachsten, wenn man sich ausklammert aus allem und irgendwie als Einsiedler lebt. Nur dann ist man doch wirklich wild. Und mit einer Gesellschaft kommen doch auch immer Regeln und... Ja, Regeln und Normen, Erwartungen. Aber wenn du dir vorstellst, du hast sowas wie Karneval, das ist ja kontrollierter Wahnsinn. Das heißt, du setzt die normalen Werte außer Kraft, bewegst dich einfach außerhalb des Ganzen. So, und dieses Karnevaleske, das hat auch schon Bakhtin, hat das irgendwie so gesehen, dass wir dadurch besser die Gesellschaft dechiffrieren, verstehen können. Das heißt, eine Maske, die ich mir aufziehe, verändert tatsächlich auch mich als Person. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendein kluger Kopf oder eine kluge Köpfin hat mal gesagt, nur durch die Maske kannst du dich selbst erkennen. Glaubst du, es ist in jedem angelegt, dieses Bedürfnis nach Wildsein? Denn irgendwie der Vermesser scheint mir doch irgendwie ein sehr anderer Typ zu sein als Lommel, dieser Motorradfahrer. Aber wie meinst du das, ein sehr anderer Typ? Naja, gibt's irgendwie Leute, die brauchen das viel mehr, die müssen viel mehr auf Festivals gehen, die müssen viel mehr reisen. Was sagt denn der Lommel dazu? Ich meine... Nee, ich glaube, Lommel hält sich selbst für wahnsinnig wild. Ich würde dem halt total widersprechen, weil der sich unter seinen Boys ja total mit einem Kodex selbst behaftet. Die suchen sich zwar ihre Regeln selbst aus, das ist für mich aber nicht die Definition von Wildsein und Freisein. Ich glaube das irgendwie. Aber vielleicht ist er durch diese Maske, durch diese Performance, sich selbst als besonders wild oder männlich zu sehen, auch doch ein Stück näher zu sich gekommen. So. Glaubst du, wenn er recht hat, wenn er sich für wild hält, ist man wild? Kann man das nur für sich selbst feststellen? Ich glaube, wenn seine Intuition von Freiheit getrieben ist, ist er wild. Weil er einer Idee nachgeht, einem Programm, irgendein Ideal. Und ich glaube, das respektiere ich dann schon. Was ist wirklich wild? Ist wild ein Regelbruch oder ist wild irgendwie sagen, fuck it, ich kündige meinen Job und backpacke durch Vietnam auf der Suche nach mir selbst oder sowas? Ich möchte es so konkreter haben. Ja, also ich glaube, Wildheit ist eine Form der Intuition, die du damit zusammenbringen kannst, dass du freiheitlich denkst. Und wenn du freiheitlich denkst, wenn du Ideen hast, dann bist du so wirklich wild. Ich hatte vor kurzem das dringende Bedürfnis, da war es sehr laut in einem Restaurant. Da haben irgendwie Kinder sich unterhalten, aber so sehr laut und sowas. Okay. Und ich wollte den kompletten Tisch umschubsen. Ich war auch nicht so gut gelaunt. Ja. Wäre das wild gewesen, weil es meine Intuition war? Also wenn es eine Idee war, die dir gekommen ist, einfach aus dir selbst heraus, wo du vielleicht auch gar nicht weißt, wo diese Idee herkommt, dann war es wahrscheinlich eine der wildesten Ideen, die du an dem Tag hattest. Hast du es gemacht? Nein, ich habe es nicht gemacht. Deswegen sage ich ja, sobald da mehr als zwei Leute sind, schiebt es der Wildheit irgendwie einen Riegel vor. Kostümorgien Kreuzberg. Wolf feiert hier heute seinen Geburtstag. Der war früher an der Staatsoper Requisiteur und hat später die erste Glamrock-Band des Ostens gegründet. Sein Freund Klaus ist hier der Gewandmeister. Herr über 1000 Kostüme, von Rokoko-Kleid
bis Flatterhuhn. Wie klein bist du denn eigentlich? 1,75. Ja, das ist super. Das ist mein Lieblingsprinzessinnenkleid. Oh. Glaubt ihr, ich passe da rein? Da passt du rein. Und okay. Passt. Ja, passt. Das Masken es einem leicht machen, sich frei und wild zu fühlen, stimmt auf jeden Fall. Und wilde Partys, Sex und Drogen fand der Mensch auch schon immer gut. Ich frage mich, ist das ein Ausbruch aus dem Alltag für eine Nacht, ein Ventil, wie Milosch sagt? Oder ein Grundbedürfnis, das in uns allen steckt und dem sich manche Menschen einfach hemmungsloser hingeben als andere? Glaubt ihr, dieses Huhn ist das, was ich eigentlich bin? Das Huhn ist natürlich hart, ja, also... Ist hart. Ich glaube, ich bin total ein Huhn. Ist es gesund, wild zu sein? Ich denke, dass es eine im Menschen tief sitzende Ader ist, auch mal wild sein zu wollen. Das gehört einfach mit zum Menschen. Und genauso wie man sich liebt, so will man auch mal wild sein. Wildheit ist eine Form von Egoismus. Also sie ist überhaupt nicht auf andere bezogen. Sie ist immer auf dich selbst gemünzt. Eine gesunde Mischung aus Sorglosigkeit, Lebensfreude, einer kleinen Prise Selbsthass. Aber ist Wildheit eine Art von Luxus, die man sich erlaubt? So dieses heute einen Abend wild sein und es entschuldigt irgendwie zwei Wochen normal sein? Naja, es gibt Menschen, die sind dauerhaft wild. Und es gibt Menschen, die wollen es auch für eine Nacht sein. Und die holen sich ein Kostüm. Einfach um ihren gesamten Wunsch, den sie aufgestaut haben, in eine andere Form von Lebensweise hinein zu projizieren. Die Furry Convention zum Beispiel ist eine Veranstaltung, wo sich irgendwie 2000 Leute in Tierkostümen treffen. Aber sie kam her, um sich ja noch ein zusätzliches Kostüm für das Kostüm zu holen. Genau. Also wir haben einen Vogel zum Piloten gemacht, zu einem Vogelpiloten. Ja. Und im Gespräch mit ihm ergab sich auch, dass es natürlich daran liegt, wenig Selbstbewusstsein zu haben. Und im Kostüm kannst du Sachen machen, die du sonst nicht hast. Ja. Das ist plötzlich nicht mehr jemand, der nur Ronja 26 ist, sondern ein Huhn, ein selbstbewusstes Huhn. Naja, ich glaub schon, zumindest hast du die Möglichkeit, wenn du etwas tust, was du eigentlich nicht tun möchtest, es nicht auf Ronja sitzen zu lassen, sondern es aufs Huhn zu schieben. Und das ist das Ding. Du schaffst dir ein alter Ego, um jemanden zu schaffen, auf den du etwas schieben kannst, was dir selber peinlich ist. Das beste Kostüm ist eine Art von Kleidung, wo du keinem Standard entsprichst. Es gibt Menschen, denen fehlt die Fähigkeit, wild zu sein. Sie kommen hierher, wollen ein Kostüm haben und zeigen ein Foto, so will ich aussehen. Ja? Und der kreative Akt, sich ein Kostüm auszuleihen, wie du mit Glitterhut und Hühnerkostüm, und ist die Wildheit. Es ist der Stilbruch. Die beste Form von Wildheit ist ein Kostüm, in dem man nicht verkleidet ist, ja? Ja, absolut richtig, der Gedanke. Guys, just for my entrance. Hello, everyone. Again. You told us you were going to leave like 2 hours ago. I'm glad you didn't. Das ist schon ein Wahnsinn hier. Echt schön. Kann man da ins Wasser? Jagged Jigsaw Pieces. Ich bin soweit. Toss about the room. Kriegst du es hin? Ja, ich glaube schon. Saw my grandma sleeping. Die Fotos im Wald, oder? Privatstrand. Das fürchterlich, unheimlich, atemberaubend schön. Ich glaube, wir werden dann so weit. Wir gehen rein, hardly understand. I saw him go to pieces. He was always such a good man. He was always such a good man. 500 Milliliter. Ja, jo, danke dir. Ich mach einfach rein. So. Ich glaub, wild. Okay, warte. Oh nee, das gute Bier. Oh nein. Wildnis.
das Wildsein, die Wildnis, das Wildsein. Wildsein heißt, seiner Intuition folgen, spontan sein. Aber macht das mein Leben besser? Zeitweise ausgelebt schafft es auf jeden Fall ein intensives Lebensgefühl. Im Hier und Jetzt sein, mit allen Sinnen. Nimm direkt. Ich mach gleich zwei drauf. Aber es macht auch schwach, weil man leicht zu einem Spielball wird von denen, die Pläne haben, Strategien folgen, Ordnung wollen. Wildheit überschreitet Grenzen und ist deswegen immer gegen Staat und Gesellschaft gerichtet. Denn die brauchen Grenzen, um zu funktionieren. Für mich funktioniert am besten Wildsein Light, die etwas langweilige und kontrolliertere Schwester des totalen Durchdrehens. Heute ein paar Marshmallows im Mondlicht und morgen zurück in die Zivilisation.